Auf unsere Liebe. Tada! Was für ein Morgen. Alles big and toll. Na, ich gehe jetzt erstmal big and toll in den Laden. Ja, bringst du ein Brötchen mit. Jetzt erstmal am Anfang bin ich erstmal alleine. Ja, kommt das später? Ja, der hat jetzt ein Rad gekauft, was ich abgelehnt habe. Ich habe abgelehnt, das zu kaufen, weil. Im Laden? Ja, weil jetzt. Die geklaut ist, meines Erachtens. Zu 100% ist das Ding geklaut. Und er hat es gekauft. Darf er das denn für deinen Auftrag? Nicht in meinem Auftrag, nein, nein, nein. Nicht für sich. Ach, er hat es für sich gekauft? Ja, ja. Aber über deinen Laden ist auch kacke, ne? Ich hab zu dem gesagt, das ist nicht für mich, ich möchte das nicht. Also ich bin der Meinung, das ist geklaut, das habe ich ihm nicht gesagt, aber. Offensichtlich hat Achim das nicht verstanden. So richtig. Der hat nur gedacht, ich will das einfach nur nicht haben. Das Rad. Also der ist jetzt nicht davon ausgegangen, dass das geklaut ist, als er das gekauft hat. Ne? Aber ich habe ihm dann gesagt, du, wenn ich dich frage, ob du Interesse dran hast, dann kannst du es auch kaufen. Wenn ich dich nicht frage, dann ist es geklaut und dann hat das einen Grund, warum ich es ablehne. Ach so, das hat er so nicht wahrgenommen. Jetzt hat er ein geklautes Rad an der Backe. Also, vermutlich, ich glaube, ich will ja kein Unrecht tun, aber das ist eigentlich zu 100% geklaut. Ja, wir haben ja dann richtigen Riecher. Genau. Eigentlich stimmt das ja zu 100% bis jetzt. Mhm. Ja, und was macht er jetzt damit? Das geht ja dann zur Polizei. Ja, jetzt geht er damit zur Polizei. Was hat er bezahlt? Ein Fuffi. Ich sag, du, das ist nicht viel Geld, aber jetzt ist auch Geld. Das Geld ist weg. Na, und das Rad wirst du nie aufbauen können. Also selbst wenn es jetzt nicht geklaut gemeldet ist, dass du immer, wenn du damit durch die Gegend fährst, wirst du ein ungutes Gefühl haben. Mhm. Dass dann doch mal der Besitzer das sieht oder so. Das wird da um eine Ecke hier irgendwo gezogen haben. Das ist jetzt eh noch nicht gemeldet. Und danach kommt er ja. Ja, das war irgendwie doof. Ist irgendwie doof gelaufen. Ich hatte dann nebenbei auch noch eine andere Kundin, weißt du, der hat mich, ich habe zu dem gesagt, du, das ist nicht für mich, das will ich nicht haben, und dann war noch ein anderer Kunde daneben, da habe ich den bedient, in der Zeit haben die noch gequatscht, und dann wundere ich mich, kommt der ohne Rad wieder nach oben. So, der hat das Rad gekauft. Ja. Mhm. Ich sage, was denn du? Ja, ich hab das gekauft, für mich. Ah, sag mal nach ihm. Das ist geklaut. Also, ein Steiger, ein Daytona mit Scheibenbremsen und Vollausstattung. Mhm. Für Fuffi? Das will kein Besitzer. Da hängt man ja auch dran, wenn man eine gewisse Summe investiert hat, ne? Ja, es ist jetzt kein High-End-Modell, aber. Ja, aber wenn du da 600 Euro bezahlt hast, dann wird es ja trotzdem nach 100, 200 Euro. Das wird sie gekostet haben, genau. Und dann, genau. Naja, 200, 250, selbst sagen wir mal. Ja, kommt drauf an, aber ich meine, das ist dann irgendwie. Aber kein Fuffi. Mhm. Und vor allem nicht, wenn man sagt, ein großes Rad für große Menschen, so wie ich, und dann ist es ein 56er Rahmenhöhe. Also, das ist schon alles. Und wenn ich mir frage, wo hast du nicht her? Na, das ist meins. Die erste Antwort, na, das ist meins. Das war jetzt nicht die Frage. Ich hab's damals für Stadler gekauft, du normal. Ja, 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 ganz genau. Jeder andere Mensch würde sagen, na, ich habe gekauft bei, ne? Mhm. Und dann überlegen sie vielleicht kurz, weil sie ja nicht mehr genau wissen, weil es schon ein paar Jahre her ist oder so. Mhm. Aber eigentlich, jeder normal. Aber keiner sagt dann gleich so schutzbehauptungsmäßig, ja, das ist meins. Das war ja gar nicht die Frage. Das war überhaupt nicht die Frage, ob das deins ist. Von GK aus, dass das deins ist, ne? Aber ich habe mir nur gefragt, was denn das Rad her? Das ist meins. Das ist eigentlich eine coole Fangfrage, ne? Weil alle Leute, die es nicht geklaut haben, die es wirklich gekauft haben, ja, die werden es dann einfach. Oh, hab ich doch schon dort gekauft. Ne, schade, ist ja auch Geld. Ich meine, 50 Euro sind nicht viel für das Rad. Und, aber. Ja, zum Verschenken ist doch kacke. Genau, so sieht das auch. Okay, ich muss los, ne? Na, wir haben noch geredet und ein bisschen Tee und Milch und Kaffee getrunken.
Guten Morgen im Laden. Prost, Tee. Es ist Winter, deswegen steige ich um auf Tee. So. Erster Auftrag. Das Ding schauen wir hier raus. Aus diesem guten Giorda-Rahmen. Wie ich gestern feststellen musste, ist nämlich Tretlager kaputt bei dem Rad tatsächlich. Ja. Gut, alles andere sind Standschienen hier mehr oder weniger. Aber Tretlager ist halt wirklich breit. Das ist so witzig. Wahnsinn. Oh ja, wie die Zange hieß. Das ist die Hosan C20. Extra für Tretlager. Ne? Ist hier gedacht. Mir, weil es ist zwar locker, aber diese Aufnahme hier ist leicht konisch gearbeitet. Ja, hier ist, die ganzen Ecken sind abgerundet und da kannst du natürlich nicht, kannst nicht vernünftig greifen. Das ist ärgerlich. Jetzt muss ich erstmal versuchen, als erstes versuchen, diesen festgefressenen Lenker hier oben rauszukriegen. Ja, aber er lässt sich zwar bewegen. Ja, aber er kommt kein Stück nach oben. Das wäre quasi heute die erste Aktion. Schützen. Das ist ein Problem. Na nicht doch. Hätte ich schon mal gesehen. Weg noch nicht. Willst du nicht gerettet werden?
Mann, bin ich sauer. Da unten liegt's. Ihr habt sie sehen, wie es klappt. Jetzt muss nur noch der Konus rauskommen. Ja, das kriegen wir hin. Also. Wir haben ihn gerettet. Ich habe jetzt fast schon aufgegeben. Warum das jetzt so kompliziert war, ist folgendes. Der Keil hier drin, der hier drin steckt, der wird ja durchgezogen. Das Teil geht dann auseinander. Beim Auseinandergehen oder bei über diese ganzen Jahre, wo das auseinandergespreizt war, hat sich hier ein kleiner Kragen gebildet. Ein Grat. Und dieser Grat beim Rausziehen schneidet jedes Mal eine Riefe in den Gabelschaft. Immer wenn man es dreht. Und über diese Riefe kommt es dann nicht mehr drüber weg. Keine Chance. Du kriegst das Ding nicht raus, außer mit Gewalt. Du musst es raus prügeln. Rausziehen. Du draus drehen geht da nicht mehr. Weil dann ist es wie ein Gewindeschneider, der immer wieder nur rundherum und das war's. Also wenn man jetzt eine Spreizung als diesen Schrägkeil hat, kein Problem. Das hier nicht mehr verwenden bei dem Gabelschaft. Ja, und jetzt baue ich die Gabel aus. Denn bei dem Rad ist ja noch was zu tun. Hier ist alles schwierig bei dem Rad. Das ist unglaublich. Hier gibt es ja noch das Tretlager da auszuschrauben. Also Gabel kommt raus. Ja, das ist eigentlich nicht geeignet so richtig. Für die Dreier, dafür gibt es Hakenschlüssel, aber die liegen jetzt im anderen Raum drüben. So, Gabel raus. So. Na, perfekt. Na, perfekt. Perfekt. Okay. Ich habe den Rahmen fertig. Noch die Schalen raus. Lager ist raus. Das ist raus. Die Plätscherplatte nervt natürlich ein bisschen ab. Das ist doof. Das hier müsste geschweißt werden. Guck mal, wie hart das Fett geworden ist hier drin. Platzt richtig ab.
voll zugesetzt hier. Die Gewindegänge hier, seht ihr den helleren Bereich? Seht ihr das auch auf der Kamera? Dunkler Bereich gut, heller Bereich schon gut ausgeschnitten. Ist noch nicht ausgebrochen an der Stelle, aber man merkt, wenn man hier rüber geht, neu. Wenn man hier rüber geht, rau. Und rau heißt immer so schon gut vorgeschnitten hier von dem. Also hat schon ein bisschen Bewegung bekommen die ganze Zeit. Mit anderen Worten, man kann es aufbauen, natürlich, klar, logisch, ist ja denn nicht anders als vorher, aber es ist nicht mehr perfekt. Schaut mal, das ist ein originaler Schnitt vom Werk ab hier, ist total schief abgeschnitten. So, die obere Muffe habe ich mal poliert. Also erstmal gebürstet. Erstmal gebürstet. Poliert habe ich sie noch nicht. Nee, nee. Gebürstet. Und die untere, so sah die auch aus. Kriegen wir auch hin, ne? Moin. Hast du doch rausgekriegt? 40 Minuten eingebaut. Wow. Naja, für alles mit Tretlager und so. Naja, ist. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert beim Arzt. Arzt? Ja, ich war erst beim Arzt in meiner alten Bude. Ja, okay. Da auch neue Schmerztabletten. Ah ja, okay, schön. Das nach Alkugo ist halt auch ein Stück. Stimmt. Ich glaube, ich mache nur die Muffe schön und den Rest lasse ich so vom Rad. So, ja. Und die Muffen immer schön einölen. Meine Güte, wie kann man so ein Rad draußen stehen lassen? Ja. Zu lassen, weißt du? Das alte? Ja. Und nur die Muffen, die hier auch blank legen und polieren. Und die hier unten auch blank legen und polieren, wenn sie verchromt ist. Schau ich mir an. Wie geil das aussieht, das Ding, ey. Mann, ey, ist das toll, was hier bei. Das kann ruhig so rau bleiben, das wäre gar nicht so schlimm. Das wird jetzt ein Spaß in den Schlüssel, du. Nee, Engländer kann ich dir morgen mitbringen. Das sieht anders aus. Das ist eine Patrose. Für uns alles ist ein Engländer, jetzt ist das Patrose. Du machst es. Hauptsache, er hat den Schrauben. Das ist genial, das ist jetzt vorbereitet sozusagen. Man will, kann man die Muffe noch abkleben und dann lackiert man es
Muss ich mal schauen, vielleicht mache ich das tatsächlich. Hier polieren. Ich weiß nicht, muss mal schauen. Wie viel Aufwand man da jetzt betreibt. Wie lange brauche ich? Also Stunde ungefähr. Da reicht nochmal 40 Minuten. Muss ich hier um 17.40 Uhr los, habe ich einen Termin. Muss ich zu Tante Doktor. Mhm. Frühstück. Ja, siehst du. Ist sie ihn komplett entfernen? Nein, möchtest du nicht. Habe ich eindeutig gesehen. Nein, nur die Muscheln hier. Das ist natürlich eine geniale Erfahrung hier mit ihren Gebläuchen. So, so. Ich habe gedacht, die hier sieht auch noch schön aus drunter, aber die ist rau. Belassen. Die ist leider nicht vorher poliert worden, bevor sie verchromt wurde. Aber verchromt ist er auch. Ganze Rahmen verchromt. Der ganze Rahmen ist verchromt. Ja. Den haben sie halt so mit. Ja. Dann nur die so. Und dann werden die abgeklebt, dann wird der Rest angeschliffen und überlackiert. Mit der Hand halt so. Hier so. Nicht so schön ist das doch. Neverdull. Neverdull ist ein blaues Döschen. Ist natürlich Neverdull, aber egal. Dull steht drauf. Für kompoliert. Mhm. Das ist natürlich. Kann man gut haben. So, die Tüten trinkt und was ist da drin? Die Frage, ob man die Embleme. Ach. Nö. Nö. Na gut. Chromorapid. Okay. Auch was Gutes. Ich seh's. Wahnsinn. Manche Sachen sind echt gut. Chromorapid. Nicht mehr existente Zellen. Doch, die gibt es noch. Da gibt es Abteilung wahrscheinlich. In der Giftabteilung, so wie alle guten Sachen. Die hat man eigentlich überzeugend. Ja. Wahnsinn, oder? Organisieren. Das ist besser als Neverdull. Boah. Cool. Also ich hab's jetzt hier hinten noch nicht. So. Jetzt wie es vorher aussah. Naja, so eine Sache, das wird dann hier abgeklebt. Ja, das ist schon cool. Abgeklebt. Die Muffe wird auch wieder weiß abgesetzt, natürlich. Ja, fertig. Da kein Hehl, das muss natürlich, also ob ich das jetzt hier drauf lasse oder nicht, also eigentlich kann man es auch lassen so. Das sieht ja, was ist ja nicht so schwierig. Chromorapid. Also, von der Farbe der Kret natürlich. Hanseline. Hanseline. So, wo seid ihr denn? Da seid ihr ja. So, ich habe hier poliert jetzt, ne? Habt ihr ja gesehen, mit Chromorapid. Geilste Zeug überhaupt. Alles andere wird nur sauber gemacht, angeschliffen. Und dann weg damit. Das hier wird einfach abgeklebt. Schorra, schorra. Mm.
abzusetzen. Ja, dass er mir halt ein bisschen zu niedrig eingestellt ist. Ja, sah ein bisschen klein aus, ja. Obwohl es nur 58er Rahmenhöhe ist, ja. Ist ziemlich groß eigentlich, da steht zumindest drauf. Ja. Kann ich fast nicht loben. Aber der Sattel ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu tief eingestellt. Ja. Ein geniales Produkt aus dem Hause Hanseline. Guck dir das mal an, ey. Hier, der. Ja. Und ich habe mich entschlossen dazu, ich lasse das so. Die Stellen lasse ich so. Ja. Den Rest klebe ich, also die klebe ich ab, das klebe ich ab, Muffen klebe ich ab. Jetzt setze ich wieder weiß ab mit Lack. Das klebe ich wahrscheinlich auch ab und lasse es komplett so alt. Ja. Und den Rest mache ich in Rot. Ja. Da kommt jemand. So. Hallo Marlies. Hallo. Ach Mann, ich dachte erst, das wäre ein Teddybär. Oh, der Monster-Teddy kommt. Was bei Teddy, ne? Hey, Teddy-Body. Oh, du siehst ja aus. Mann, muss man ja mal zeigen, ist das ein... Eigentlich soll das ein Lämpchen sein. Naja, aber... Oh. Ah, ja, da guckst du. Ja. Und freust dich. Oh, bist du ein Bollen. Ein Lamm. Ja, Wahnsinn. Ist hier gar nicht so kannst du ins Wasser werfen, wa? Und dann schwimmt es. Das ist ein Blatt. Dann schwimmst du. Hast du mich vergessen? Nee, hab ich nicht. Und das hier? Damit bin ich sehr zufrieden mit dem Rahmen, ehrlich gesagt. Weil? Naja, weil das war der in der Baugrube lag, weißt du noch? Wo sie die Gaslaterne rausgerupft haben? Ach so? Ja. Aber das war doch ein ganzes Fahrrad. Ja, jetzt ist es nur noch ein Rahmen, Gabel und eine Narbe. Der Rest ist im Schrott. Keiner mitgenommen ist was? Also keiner? Das steht doch seit 6 Jahren da. Das steht ja schon so lange. Ja, oder? Das ist doch total kaputt gewesen. Ja, und ich habe immer gedacht, schade um das Rad. Nein, jetzt haben sie die Laterne weggenommen. So, ja, ich meine, das so lange musst du mal warten mit so was. Haben die das draußen hingelegt dann oder was? Na, die hatten doch ringsrum gebuddelt, erst einen Zettel reingemacht, die sollen nicht entfernen, die ja, nichts. Ja. Und dann haben sie ringsrum gebuddelt, dann ist es drin gerutscht, dann habe ich ja eigentlich gedacht, die planieren das einfach zu, das war's. Also, aber das haben sie nicht gemacht, die haben es halt selber daneben gelegt, jetzt sozusagen. Er hat gefilmt bzw. die Kamera eingestellt, ich habe die Narbe gebastelt. Eine Sprungspinne, die sie sprungen war. Oh nee, mach die mal weg. Boah, die ist echt. Eine Jagd. Guck mal, die sieht witzig aus. Ist die groß? Naja, die wird groß. Oh, das nicht. Ich glaube, Vogelspinnen können auch springen. Nur eine Sorte. Nur eine Sorte? Nur eine Sorte. Die heißt Gigantula und die jagt vorzugsweise Wellensittiche. Die ganz netten. Da müssen sie ja springen können. Die lebt auf Räumen. Und fängt die Viecher halt im Flug. Also die fliegen halt vorbei, die Spinne springt sie an und dann siehst du von den Wellensittich nichts mehr, weil Gigantula ist ungefähr so wie ein Teller. Ja, ja. 30 cm ist die größte Vogelspinne der Welt. Wahnsinn. Aber ist nicht mal giftig. Also für aber uns jedenfalls nicht. Und ja, so eine Menschen hängt so auf dem Kopf so mit den Füßen so. Ein Bekannter von meinem Vater war der Giftbeauftragte hier in Berlin im Fruchthof. Und alles, was da so im Fruchthof angefallen ist, egal, Spinne, Schlange, Skorpion, hat er halt immer mit in seine Wohnung genommen. Terrarien ohne Ende, das sah aus wie im Aquarium. Muss man sich mal vorstellen, dass überhaupt sowas so lange dann auch überlegt war und dann hier wieder kommt. Ja. Und das halt dürfen ja sowieso nicht, das muss ja alles kontrolliert werden, darf ja nicht hier frei sich etablieren. Ja, und der hat das halt alles eingesammelt und ich weiß nicht, wie viele Zimmer du hast, aber der hatte... Zwei. Das ist nicht viel. Der hatte eine 4-Zimmer-Wohnung, auch Altbau, also 60 Quadratmeter pro Zimmer. Davon waren 2 Zimmer nur... Spinnen und Schlangen. Richtig große Spinne sehen. Da, das war so ein Terrarium. 3-4 Meter in der Mitte ein Baumstumpf. Und eine Futterklappe. Und nach deinem Wellensittich drin gesetzt. Oh no. Der Wellensittich flatterte hoch. Plötzlich war der Wellensittich von irgendwas Schwarzem.
umgeben, lag auf dem Boden. Ich stand nur da, ich war 12 oder so. Ein Kumpel von mir hatte damals eine Smitty, eine Vogelspinne, so mit orangenen Gelenken. Hat sein Terrarium nicht richtig zugemacht. Und ich lag so bei ihm auf dem Sofa. Was krabbelt denn da aus deiner Brust? Guck so. Wupp. Latschen. Patsch. Latschen gleich liegen lassen. Umgedreht. Weiter hier pennen. Die Ärmste. Alter, Smitty war nicht mehr. Nein, das war dann nur noch Matsch. Matschi. Und er kam wirklich 10 Minuten später ins Zimmer hier ran. Hey, hast du meine Spinne gesehen? Hast du meine Spinne gesehen? Er klebte da mal im Latschen. Briefmarke. Modellbriefmarke. Hab ihm eine neue gekauft. Ist schon komisch, oder? Für auf Menschen wirkt das aber schon bedrohlich. So ein kleines Tier, das hat einfach 8 Beine. Das ist viel zu viel. Viele Augen ist schnell im Verhältnis. Wahnsinn. Ja, manche also sind prozentual gesehen zur Körpergröße ist das ist enorm. Was für eine Schnelligkeit, also Schnellkraft die auch haben. Ja. Du kriegst zuckende Augen. Ja. Warte, du befindest dich in einem Keller hier. Ich gehe wieder Richtung Ausgang. Versuch, da vorne ist ein Spinnennetz. Oh, so mein Bäcker haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Und von der Polierplaste. Ich glaube, ich gehe mir nochmal die Hände waschen, das wird zu dreckig. Kann ich sie nochmal nehmen? Ja. Joachim, essen. Kriegst du das gleiche, was ich gegessen habe? Für dir schmeckt so was. Linsensuppe. Ja, esse ich auch. Ich habe da ein bisschen Schärfe drin getan. Das kannst du natürlich extra rauslöffeln, wenn du es nicht magst. Oder eben so Ecke. Eigentlich für mich wäre es sogar noch zu wenig Schärfe. Aber ich weiß es nicht mal. Ich meinte, nee, ich mach nicht so viel. Vielleicht. Aber du sagtest ja mal, eigentlich hast du damit nicht so ein. E-Zahnschuhe. Ganz wichtig, wer nicht die Krankheiten hier von allen abhaben. Da war ja noch nie was drin, außer. Oh ja. Na, wo ist elektrisch? Kaputt machen. Oh, jetzt guck mal. Jetzt guck mal, guck mal. Guck mal hier. Oh. Perfekt. So. Schlägen Rasier 50 Cent. Wie lange soll der Scheiß dauern? So, so. Verlies den Hack. Klatsch dann nicht weg. So schnell kommst du niemals auf den Bürgersteig. So, jetzt hören wir mal auf mit dem Belehren. Lass ihn doch mal. Das ist, er muss das natürlich selber wissen. Ich meine, ich muss sagen, natürlich ist ich bin das. Der Älteste hier von uns. Ist das nicht richtig? Nee, Papa muss jetzt mal ein Machtwort sagen. Ja, okay. Ey, ich habe euch Kaffee gebracht. Ihr müsst so voll an meiner Seite sein. Nein, ihr wollt mich jetzt nicht streiten. Wirklich ein Streit hier. Feuer frei. Egal auf welcher Seite, wir werden nicht umfahren. Tatsächlich noch falsch. Das ist falsch. Hier ist falsch. Mal gesagt worden, bitte jetzt so. Nee. Ja. Was wie? Da, wo dann Bußgeld und Bußgeld. Ja, erledigt. Falsch. Also nur, ja, erledigt. Nur da, wo die Pfeile in beide Richtungen zeigen. Genau.
Dann kann ich natürlich als Autofahrer vorher nicht wissen. Mir ist Folgendes passiert. Ich bin aus der Friesenschule. Hoch. Du bist interessant, gleich. Also dranstehen tut gut. Ohne Zwischenreden. Ohne Zwischenreden. Michel, aus Flake, macht immer nur Kacke. Das macht keinen Spaß. Ja, wir brauchen so eine das ist die Trikolo. Nee, du hast jetzt Pause. Genau so. Und vielleicht noch zwei Handschuhe für den Typen, der ist alt. Auf gar keinen Fall mit Handschuhen. Nee. Nee. Was dann? Ohne Handschuhe? Machst immer ohne Handschuhe. Okay. Drehen, also Maschinen immer ohne Handschuhe. Ohne, weil das... Wenn ich einmal verfängst drin, dann ist die Hand drin gefressen. Alles klar. Dann runter, Hof und dann... Ja, danke. Jetzt kannst du dir aber so machen. Jetzt bist du ja. Wenn meiner Freundin steht so eine Strebe ab, habt ihr zufällig eine Schraube übrig? Nein, ich habe auch eine Schraube locker. Eine Schraube locker? Die in diese Muffe passen wird. Oh, jetzt muss man sagen, was für eine Muffe. Das ist ein, vorne an der Gabel, wo die Halterung für ein Schutzblech rein. Wie viel muss denn da rein? Wie viel Schutzblech? Ein einziger Träger. Ach so, das ist eine ganz kurze. Schon lang. In die müsste passen. Und eine Umschau. Will ich nochmal Hallo sagen? Ja, für die Leute von der Radwelt. Ja. Ja, willst du mal Hallo sagen? Gib mal her. Gib mal her. Da gibt es eine schöne Checkliste, Radwelt. Ja, nee, das ist ja nie. Was ist das? Ist das Radwelt? Nee, das ist das. Radwelt. Wann hast du das gekauft? Das kam an hier gerade. Checkliste. Bremsen eingestellt, Schaltung eingestellt, Lichtanlage geprüft, Laufräder, Bereifung geprüft, Schraubverbindungen geprüft. So, Schraubverbindungen geprüft vor einem Monat. Achtung, wir kontrollieren mal die Schraubverbindungen des Hinterrades. Hier. Ich glaube, nein. Und das ist natürlich auch kein Wunder, dass dann hier alles rausfällt, die Kette da abfällt beim nagelneuen Gazellerad, was ja nicht unerheblich kostet. Ne? Was kostet so ein Rad? Zu viel. 800? Ja, ungefähr. Ja? Sollten Sie dennoch einen Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte unter einer der folgenden Kontaktdaten an uns. Das darfst du jetzt machen. Ja. Du rufst quasi an. Ich würde anrufen, weil dann hast du immer jemanden da dran. Nuscheln die da in Coesfeld? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das ein fremder Dialekt? Aber macht das mal. Tatsächlich, das Video dazu kriegt er dann auf YouTube zu sehen. Da kannst du gerne sagen. Wie viele Follower habt ihr denn da? Na, wir haben, also ich habe jetzt 1300. Also das ist jetzt noch nicht so, aber immerhin mit Rad. Nur mit Radgeschichten ist das schon ganz gut. Ich habe das erste Mal gesehen. Hier ab hier wird es genau. Ist das schon recht frisch oder? Nö, seit zwei Jahren. Also wenn das frisch ist, klar, ist das frisch. Aber dafür, dass wir das eigentlich nicht bewerben oder dass wir irgendwelche Training-Sachen machen, sondern einfach nur das normale Leben im Fahrradsalon ist, in so einem Fahrradladen ist, ist das eigentlich schon recht gut. Das sind ganz normal, langsam gewachsene Leute, die sich wirklich alle für Fahrrad interessieren. Also das ist wirklich gut. Alles gut. Alles gut. Müll. Hä? Müll. Müll. Gucken. Aber da. Ah. Arbeitsvertrag, ja. Mal arbeiten. Meringdam. Hm, hm. Hier. Zoom. Schön. Nicht arbeiten. Höhe. Ciao. Wir sehen uns morgen. Ja. Ich komme morgen am Laufe des Tages vorbei. Okay. Tja, Kinder sind wieder da. Hooray, hooray. Oh, Pizza gab es auch. Hooray, hooray. Aber weiter ist keiner mehr wach. Und ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns also morgen wieder. Morgen ist Samstag. Und ja, schauen wir mal, was das da so Schöne gibt. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.